Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Back to School. Ich glaube, wir alle können uns noch an die Kindheit erinnern, an die große Faszination der Steine. Und ich freue mich sehr, zu diesem tollen Thema heute Bruno Vogler-Pfeiffer und Manuel Litschi, er ist der Hauptdozent der Heilsteinschule Schweiz, und Bruno Vogler-Pfeiffer ist der Leiter. Und die werden uns heute in diese tolle Welt entführen. Bleiben Sie dran. Ganz herzlich willkommen, lieber Bruno, lieber Manuel. Danke. Schön, seid ihr heute bei uns zu Gast. Mhm. Ich glaube, die meisten Leute kennen euch schon. Ich habe auch die anderen Sendungen geschaut, um mich vorzubereiten, und habe gesehen, was ihr Unglaubliches leistet. In allen Bereichen, auch noch in der Forschung, die Schweizer Steine zu erforschen. Und ihr habt uns heute ein ganz tolles Thema mitgebracht, ein ganz aktuelles, nämlich Heilsteine für den Winter. Und da bin ich ganz neugierig. Legen wir doch los. Ja, danke für die Frage. Es ist so, leider machen wir immer zu spät etwas für eine Krankheit. Ja. Und das, was wir erreichen wollen mit unseren Steinen, ist auch präventiv. Mhm. Also wenn ich mal krank bin, wenn die Krankheit in mir ist, dann ist sie da. Das ist natürlich. Aber ich kann mein Immunsystem auch schützen. Ich kann mein Immunsystem hochfahren. Mhm. Und jetzt haben wir das Thema Heilsteine für den Winter, für Grippe, Erkältung, Schnupfen etc. Mhm. Deswegen habe ich auch mir ja, etwas angezogen, zum zeigen, wie wichtig das ist. Also vorbeugen ist besser als heilen, sagt man ja. Und das ist ganz speziell bei den Steinen. Wir können Steine als Schmuck tragen, wie hier. Und das wirkt vorbeugend auf alle Meridiane. Man muss nicht erst handeln, wenn es zu spät ist. Und wir sind so auch über die letzten Monate und Jahre durch den Winter gekommen, weil wir uns schützen und den Körper kennen, wenn er seine Signale abgibt. Das ist ganz wichtig. Und ich möchte da das Wort an meinem Hauptdozenten Manuel Litschi geben und sagen, was sind für Symptome da? Was sind für Vorzeichen da? Es gibt ja ein gesundes und ein krankes Immunsystem. Entschuldigung, das ist jetzt übertrieben, aber ein schwaches und ein starkes. Und Kleinkinder, die haben ein starkes Immunsystem. Das ist unglaublich. Also ein Fünfjähriger braucht eine viel höhere Dosis, um betäubt zu werden. Aber du kannst da vielleicht was sagen als Fachperson aus der Psychiatrie oder wo das Immunsystem auch kennt. Ja, genau. Also, wie du gesagt hast, es gibt verschiedene Anzeichen für ein geschwächtes Immunsystem oder erste Symptome, jetzt, wenn der Winter kommt. Das kennen wir ja alle. Mir geht es nicht anders. Jedes Mal, wenn die Temperaturen abnehmen im Herbst, habe ich sicherlich zumindest einmal einen Schnupfen oder eine Erkältung, das Kratzen im Hals. Da komme ich eigentlich nicht drum herum. Aber wenn ich da gut reagiere und vorsorge und auch schnell reagiere auf ein Symptom, dann bleibt es dann meistens bei dem. Und es muss nicht den ganzen Winter mit mehreren Infektionen gerechnet werden. Und da gibt es gerade jetzt bei den ersten Symptomen, wie beim Halskratzen, das sehr unangenehm ist, gibt es den blauen Calcedon. Vielleicht kann ich den jetzt bekommen. Ah ja, blauen Calcedon. Darf ich dir geben, ja. Da sieht man ein schöner Stein. Das ist dieser hier. Man kennt ihn blau gebändert, es gibt ihn auch ganz blau. Und dieser blaue Calcedon wird sehr gerne angewandt beim ersten Kratzen im Hals. Da gibt es natürlich, jetzt habe ich ein größeres Stück zum Zeigen, gibt es ganz kleine Trommelsteine, also geschliffene Steine. Die kann man sich dann, wenn man wie Bruno ein Halstuch hat oder einen Schal hat, gerade in das Halstuch einbinden. Dass man das am Hals trägt, oder man hat eine Kette, einen Anhänger, den man sich hier auf dieser Höhe anhängen kann, und dann wirkt das meistens schon genügend, dass dieses Halskratzen wieder verschwindet, weil der Calcedon hat alle Calcedone haben die Eigenschaft, die Lymphe zu aktivieren, die Lymphe ins Fließen zu bringen, das Immunsystem zu aktivieren und sogar die Schleimhäute wieder regenerieren zu lassen. Also wenn Schleimhäute angegriffen werden, das kann dann auch in der Lungenbereich sein, Bronchienbereich sein, kann der blaue Calcedon helfen, da die Regeneration wieder voranzubringen. Und das ist so ein Stein, den man gleich zu Beginn bei diesem ersten Kratzen im Hals nutzen kann. Und da gibt es noch einen zweiten Stein, den gebe ich gleich dir das Wort, den Heliotrop, den man sofort nehmen kann, wenn man erste Symptome verspürt. Ja, das, meine Damen und Herren, das ist der Heliotrop, das ist auch ein Calcedon.
Aber ganz wichtig ist ein grüner Chalcedon mit Blutflecken. Mhm. Ein Heliotrop muss seine roten Flecken haben, das ist eine Art roten Jaspis. Und Hildegard von Bingen nannte ihn als den Blutstein. Mhm. Es ist ein, ja, ich sage ein Dopingstein, ein sehr starker Stein. Wenn Sie spüren, eine Grippe ist im Anflug, und meistens spürt man das am Abend, kann man einen Heliotrop nehmen, der kann auch klein sein, und hier auf das Brustbein legen. Und dann, hier haben wir die Thymusdrüse, und 20 Minuten auf dem Brustbein kann Wunder bewirken. Ich sage, kann. Wir machen hier keine Heilversprechen. Ja. Ich habe es schon x-mal erlebt, dass Leute genesen sind, aber wir dürfen und müssen sagen, heilen kann nur immer ich, mich selber, niemand anders. Ja. Und es fängt genau hier an, wenn ich mit dem meine Immunsystem wieder hochfahre, das Immunsystem entlaste, schon nach 20 Minuten wirkt das und es geht dir schon besser. Der Stein gibt mir Kraft, nimmt mir was ab, aber halt, jetzt hat er auch Informationen in sich. Ja. Und hier meine ich ein Stück weit, die Informationen der Krankheit sind im Stein. Also als ich die wieder wegbringe, muss ich den abwaschen. Ah. Abwaschen, 1-2 Minuten unter dem Wasser oder nachher vielleicht an der Sonne etwas aufladen. Das gilt für alle Steine, aber Heliotrop speziell. Und meine Damen und Herren, vor 25 Jahren, nein, es sind schon 35, ist Michael Ginger draufgekommen. Er hat sich den aufgelegt. Die Grippe ging weg, der Stein legt er beiseite. Beim nächsten Mal hat er ihm Kollegen gegeben, mach du das. Und der Kollege hat das probiert und es ging ihm schlechter. Ah. Warum? Er hat von Michael die Krankheit übernommen. Und erst dann wusste er, halt, die Informationen sind hier, den muss ich reinigen. Wir können ihn mit Wasser reinigen oder auf eine Amethystendruse legen über Nacht und so, aber eben, die Informationen gehen irgendwo hin. Es ist alles Information, das wissen wir und das wissen Sie. Ja. Das ist aber spannend. Darf ich da auch noch fragen, wie ist das denn, wenn man einen Stein in einem Raum hat, zum Beispiel einen Praxisraum, dann nimmt er dann auch diese Informationen auf? Muss man dann das auch immer gerade regelmäßig wieder reinigen? Oder sind nicht alle Steine so aufnahmefähig? Ja, es sind nicht alle so. Ich gebe die Frage gerne weiter. Ja. Ich weiß es, aber er kann es ganz gut erklären. Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt tatsächlich Unterschiede in der Speicherfähigkeit von Steinen, zum Beispiel Quarze. Mhm. Dazu gehören jetzt die beiden, die wir schon gezeigt haben. Die Chalcedonie gehören auch zu den Quarzen. Quarz wird ja genutzt auch in kleinen oder in einem ähnlichen Produkt wie bei der Chip-Produktion, also auch in der in ganzen Elektronik. Genau. Und die haben ja die Eigenschaft, dass sie Informationen speichern können, sehr gut speichern. Die muss man dann vielleicht häufiger reinigen. Aber wenn man jetzt in der Praxis einige Steine rumstehen hat, da muss man die nicht nach jedem Klienten reinigen. Das wäre ja ein Riesenaufwand. Ja. Außer man würde natürlich direkt eben an einer kranken Person, also eine Person, die jetzt ein Symptom hat, wie zum Beispiel einen Heliotrop auflegen, dann ist es sehr, sehr wichtig, den direkt wieder zu reinigen, bevor die nächste Person kommt. Oder ich arbeite ganz gezielt am Körper, ich lege die Steine auf. Dann unbedingt natürlich, aber das ist ja wie ein Chirurg. Ein Chirurg würde auch nicht mit dem gleichen Skalpell die nächste Person aufschneiden. Ja, oder? Das ist das gleiche Prinzip, sondern dann sterilisiert man das oder bekommt ein neues Werkzeug. Aber wenn man jetzt einen Stein da stehen hat, ab und zu mögen die das schon, dann wieder mal vielleicht in einen Bach gestellt zu werden. Oder ja, man kann sie ja draußen vielleicht mit einem Gartenschlauch abspritzen, wenn sie zu groß sind, um unter den Wasserhahn zu stellen. Und dann wieder an die Sonne. Aber das muss jetzt nicht regelmäßig sein. Ich habe häufig das Gefühl, man spürt dann das schon, wenn das notwendig ist. Und die meisten Steine, die zum Beispiel auch in meiner Wohnung stehen, die werden einmal im Jahr oder überhaupt nicht einmal im Jahr gereinigt. Mhm. Also da passiert auch, und da habe ich gesehen, da haben die Leute auch viel zu viele Ängste diesbezüglich. Also da kann man auch ruhig sagen, da müssen sie nicht so große Sorgen machen. Die Steine melden sich dann schon oder da passiert nichts im Normalfall. Spannend. Ja. Und ist es auch so, dass auch andere Dinge, wie zum Beispiel das Sonnenlicht, die Steine auch ein bisschen wieder reinigen kann? Also klassischerweise sprechen Sie, wie du gesagt hast, vom Aufladen beim Sonnenlicht. Mhm. Gewisse Steine sollte man aber nicht ans Sonnenlicht legen. Ah, das ist vielleicht auch noch zu sagen. Eine Wissenschaft. Genau, daher lieber. Wir haben in der Reisenschule haben wir immer das Motto Wasser und Amethystdruse. Das ist unser Prinzip, wie wir die Steine reinigen, weil es eine sichere Methode ist. Da geht niemals was zu Bruch oder kaputt.
die Sonne, da muss man schon wissen, welche Steine vertragen die Sonne. Die meisten vertragen sie schon, aber gewisse halt auch nicht. Und ja. Spannend. So. Ich benutze die Sonne sehr selten, ich persönlich. Ja. Ja, wenn wir weiterkommen, haben wir hier einen grünen Stein, grün-bläulich. Das ist der Chrysokoll. Wir sagen auch Keep-Cool-Stein. Keep-Cool, ja, weil er seelisch das macht, was andere nicht können. Ich kenne Leute im Softwarebereich, die am Helpdesk arbeiten und dann kommt ein Anruf und der am Telefon ist, bekommt alle schönen Tiernamen zu hören, was er ist und was für ein Schwein und Hund. Und die gehen dann hoch. Und wenn du dem einen Chrysokoll gibst, der kommt in wenigen Minuten runter. Wow. Aber das macht er jetzt nicht nur da, das macht er auch bei Krankheiten. Mhm. Er ist ein Chrysokoll, hat Kupfer, viel Kupfer drin. Es ist ein vorbeugender Stein. Manuel kann dann noch was sagen dazu. Mhm. Was ich sagen möchte, man braucht ihn auch für Vorbeugung. Und man braucht ihn auch, wenn ein Husten kommt. Also es ist ein sehr guter Stein, wenn ein Hustenreiz da ist. Mhm. Für mich persönlich ist er noch für die Gallenblase der Stein Nummer 1. Also er regt die Leber an, macht die Abwehrkräfte etc. Also Chrysokoll, keep cool. Weiter darf ich dann, komme jetzt später dann noch zum Rhyolith. Aber jetzt darfst du mir noch... was erzählen. Viel mehr kann ich gar nicht ergänzen, das ist eigentlich schon alles gesagt. In der Wintersaison, also bei der Grippe oder der Kältesaison, wird er vor allem eingesetzt eben beim Lindern des Hustenreiz oder des Kratzen im Hals wiederum. Ja, auch gut einsetzbar bei trockenem Husten, der sehr unangenehm sein kann. Da kann er auch helfen, Schleim zu bilden, dass man das auch gut abhusten kann. Und wie gesagt, sonst benötigt man, ich sage ihm auch als Eselsbrücke, Chrysokoll. Ja. Keep cool. Mhm. So, die Leute können sich das besser merken. Ja. Also, sagen, Chrysokoll, er kann sehr schnell erhitzte Gemüter wieder runterfahren, runterkühlen. Da könnte fast jeder diesen Stein gebrauchen. Ja, jeder, der so ein wenig hitzig unterwegs ist oder eben schnell erregbar ist, sich schnell aufregt, da ist er sehr, sehr nützlich. Ein toller Stein. Hier ist jetzt der Rohstein. Sonst, meistens findet man jetzt den geschliffen. Habe ich es nicht so einen geschliffenen gehabt, so einen großen, darum zeige ich es den Rohstein. Aber von der Farbe her und alles ist es genau dieser Stein. Ja. Wunderschön. Ja, und dann, wenn wir eine Erkältung haben, wenn wir einen Infekt haben, dann geht es auch, dass wir uns entgiften oder die ganze Sache ausleiten und dass wir das Immunsystem erhöhen. Und da gibt es einen Stein, der immer mehr kommt. Er ist sehr verbreitet. Kommt hauptsächlich aus Australien und Mexiko, gell? Das ist der Rhyolith und der hat zum Beispiel auch so weiße Einschlüsse wie hier. Und das fördert die Leukozyten und setzt das Abwehrsystem einfach hinauf. Ein sehr starker Stein, der zur Verfügung steht. Wir haben heute noch ein Ozeankalziton, der leider nicht mehr zu finden ist. Nach 20 Jahren ist das erschöpft in Madagaskar, aber du darfst auch noch was sagen zu dem tollen Schlagbaum. Vielleicht könntest du mir noch den kleinen Ozeankalziton geben, dann mache ich gleich den Vergleich. So, gut, ja. Der Ozeankalziton sieht man hier sehr gut auf diesem Stück, hat es überall diese weißen Flecken oder hier sind sie noch größer. Also die gleiche Signatur oder eine noch schönere Signatur haben wir eigentlich hier bei den schönen Stücken. Der Ozeankalziton, das ist auch ein Calcedon wie der Heliotrop und der blaue Calcedon, den wir jetzt hier hatten. Das ist auch Quarz, vom Material her, also nur Quarz. Da ist es, wie Bruno schon erwähnt hat, so, dass die schönen Stücke, die diese Signatur zeigen, der weißen Blutzellen immer weniger verfügbar sind und auch im Preissegment natürlich immer steigen. Weil der wird abgebaut an einer Fundstelle in Madagaskar und die ist eigentlich erschöpft, das gilt schon länger als erschöpft. Jetzt kommen da noch so gewisse, nach Randstücke, sage ich immer, wo die Signatur halt nicht mehr so schön ist. Und dann hat man sich schon vor einigen Jahren überlegt, was könnte da der Nachfolger sein. Weil dieser Stein ist sehr effizient für alle Immunprobleme. Also der können Sie einsetzen wurde für Entgiftungen, Regeneration bei Krebserkrankungen eingesetzt, bei Erkältungen, Vireninfektionen aller Art. Das ist so ein Allrounder, sagen wir dem. Und jetzt, wenn man schaut, was könnte man sonst nehmen, wenn der nicht mehr vorhanden ist, da gibt es eben diesen Rhyolith. Da gibt es zwei Varianten und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der wird häufig als Regenwald-Jaspis verkauft. Er hat aber nichts mit Jaspis zu tun, das ist eine Fehlbezeichnung. Rhyolith ist ein vulkanisches Ergussgestein. Das ist eigentlich das
Äquivalent zum Granit. Granit entsteht im Erdinnern. Und wenn da diese Lava hinauskommt, die gleiche Lava wie den Granit, also dann ist es ja Magma im Erdinnern, die gleiche Zusammensetzung wie im Granit rauskommt, dann gibt es ein Gestein, das heißt Rhyolith. Und da gibt es so wie Löcher drin oder so Strukturen, die werden dann später mit Quarz aufgefüllt. Das sieht man hier schön, hat auch einen schönen Quarzglanz. Und das ergibt dann diese Zellstrukturen. Ja. Und der wird in Australien bei einem Vulkan abgebaut, der grüne. Es gibt noch einen anderen, der wird dann Leoparden-Jaspis genannt. Das ist auch kein Jaspis, Leoparden-Rhyolith, der kommt eben aus Mexiko vor allem. Und dieser Stein, der ist zu empfehlen bei bakteriellen Infektionen, wurde er getestet, und um das Immunsystem zu stärken und eben möglicherweise als Nachfolger des berühmten Ozeankalzedons, der jetzt zu Neige geht. Und den gibt es in großen Mengen, es ist günstig zu erwerben, hat also einfach gewisse Vorteile, ja. Wow, ich bin fasziniert von eurem Wissen. Ich bin ganz, also das sollten alle Menschen, sollte das zugänglich sein, das ist so toll. Ja, es ist, ich sage ja, der Heilstein ist ein Medizinalprodukt. Unsere Mütter und Großmütter kannten ihn noch, sagen, wenn du eine Erkältung hast, ich lege dir ein 5 Liter in die Milch, koche sie auf und dann haben wir irgendwie etwas mitbekommen. Oder das war noch da. Ich will das nicht als Verbindliche mitteilen, aber vor 20 Jahren habe ich schon im Bündnerland erfahren, dass eine Frau an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist. Sie hatte Diagnose vom Arzt, vom Onkologen, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Er hat sie dann wirklich analysiert und gesagt, in 3 Wochen treffen wir uns, dann machen wir die Vorbereitungen, schauen, wie wir mit der Chemo gehen und alles. Und sie hat sich dann ein Rauchquarz zu Hand genommen, sie hat sich dann ein Bergkristall zu Hand genommen und auf den Solarplexus da, wo die Bauchspeicheldrüse ist, hat sie eine Pyrit-Sonne gelegt. Okay. Und sie hat damit jeden Abend und Morgen meditiert und ging dann wieder zum Arzt. Da war nichts mehr da. Wow. Nach 3 Wochen war das weg. So toll. Sie hat dem Arzt gesagt, was sie gemacht hat, und der wurde noch wütend. Aber das war jetzt eine Erfahrung aus den Bergen. Was das mit der Person, in der Person auslöst, kann ich nicht sagen. Jede Person ist ein Individuum. Und ich möchte auch hier wieder sagen, gehen Sie hin zu den Steinen. Der Stein, der Sie zuerst anspricht, der Sie zuerst sehen, das ist Ihr Heilstein. Und nicht der, wo zu Ihrer Handtasche oder Ihrer Schuhe passt. Ja. Das ist ganz wichtig. Und wir sind hier, Manuel und ich, euch zu erklären, was ist das Beste, das Optimalste. Wow. Und jetzt, wenn wir von Erkältung sprechen, sprechen wir auch von der Lunge, die einbezogen ist. Also die Lunge erkrankt durch die Bronchien, durch die Viren, die da runterkommen und alles. Und da gibt es einen Stein, der sieht ähnlich aus wie ein Kristall, der ist jetzt grünlich, den gibt es auch transparenter, Apophyllit. Apophyllit ist der beste Lungenstein. Ich empfehle, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Leute, die zusehen, die unter Asthma leiden, die können bei einem Asthmaanfall eine so Apophyllit-Gruppe auf den Brust legen, also da, und dann lindert sich der Anfall. Ich bin ja nur Naturheiler, wie ich sage, mit Steinen, und hatte eine Psychiatrin, also eine Ärztin in der Ausbildung, und die hat von dem gehört. Die hat ihrem Mann dann ein Apophyllit gekauft und umgehängt, weil er unter Asthma litt. 46 Jahre unter Asthma, und der Stein hat ihm nachher 50% seine Beschwerden gelindert. Also Er kommt danach mit den halben Atemzügen aus. Ja, und es dauerte 46 Jahre. Die haben alles probiert. Was muss ich da noch sagen? Zum Apophyllit, du weißt, es ist ein Lungenstein. Willst du das erklären? Ich habe mal erforscht, warum. Es ist ein Fluorid, wasserhaltig, Schichtsilikat mit Schutz. Mhm. Aber der macht Wahnsinniges. Ja, so. Was sagst du? Er ist auch noch interessanterweise, wenn für diejenigen, die sich mit den Kristallstrukturen beschäftigen, haben wir auch schon eine Sendung gemacht. Er ist auch noch tetragonal, einer der wenigen tetragonalen Heilsteine. Und eben im Winter bei den Erkältungen, bei den Infektionen, sobald die Lunge beeinträchtigt ist, da ist er sehr nützlich und kann helfen, wenn der Husten kommt, Infektionen vorzubeugen, auch ja, wenn es Richtung Lungenentzündung geht, dass wir wieder frei atmen können. Da ist der Apophyllit sehr, sehr nützlich, eben ist fluorhaltig, wasserhaltig, geschützt die Schleimhäute, diesbezüglich
ein toller Stein und allgemein jetzt auch im Sommer natürlich ein wichtiger Stein für die Lunge, wie Bruno schon gesagt hat. Ja, ja, unglaublich. Ich kann fast nichts dazu sagen. Ich bin ganz Ohr, was ihr noch berichtet. Ja. Das ist so wir machen toll. Keine Werbesendung, wir sagen nur, welche Schätze Mutter Natur uns schon immer gegeben hat. Und wie dieser, das ist ein Moosachat. Mhm. Ein Moosachat, wenn man da eine Lampe hinhält, leuchtet sie durch, das ist transparent. Auch ein sehr guter Stein, das ist ein Quarz, wo der Chrom hineingeflossen oder Eisen. Das sind so Silikate, Silikaten, ja. Und das ist wie ein Moos, wenn man da reinleuchtet. Er hat einen der stärksten präventiven Steine, die man auch nehmen kann. Ja, also das ist ein ganz, mittlerweile wurde dieser Stein unser großer Favorit. Er hat es in den letzten ein, zwei Jahren durchgesetzt, dieser Moosachat. Es gibt Leute, die tragen den permanent in der Winter- oder in der Grippesaison, könnte man sagen. Er stimuliert das Immunsystem. Ist, wie gesagt, man nennt ihn Moosachat, das ist eigentlich ein Calcedon, auch wieder wie die anderen auch. Also alle Calcedone wirken auf die Lymphe, fördern das Lymphsystem, das Immunsystem. Und dieser hilft auch sehr gut bei Infektionen der oberen Atemwege, eben auch bei Husten, bei Halsinfektionen. Also da kann man auch sagen, es ist ein Allrounder im Gebiet der typischen Grippe- und Erkältungskrankheiten. Ja, ja, ist auch interessant, auch sonst zu tragen, gegen zum Beispiel tiefsitzende Ängste. Er hat ja wie so dieses Moos, das hereingeflossen ist. Man muss sich vorstellen, das war ja ein Quarzschäl und da sind diese Strukturen reingewachsen, als es noch halbflüssig war. Und das sieht so aus wie so Ketten, also wie alte Verkettungen zu bearbeiten, tiefsitzende Muster zu bearbeiten, auch da. Kann das sehr interessant sein. Auch ganz ein wertvoller Stein für unsere Zeit. Ja. Ja, ja, und jetzt komme ich noch, die Sendung neigt sich langsam dem Ende zu. Regeneration. Meine Damen und Herren, wir alle gehen die Krankheit durch und dann müssen wir wieder regenerieren. Mhm. Es war so, wenn früher jemand krank war, die Grippe war vorbei, er ging zum Arzt und er sagte sie, okay, die Grippe ist vorbei, morgen bleiben Sie noch zu Hause. Mhm. Das ist heute schon ein Verbrechen. Wir haben einen Stein, der Zeusit-Rubin. Manuel wird ihn dann noch erklären. Schaut euch das an, mit der rote Rubin in Zeusit. Mhm. Ein unglaublich starker Stein. Gestern beim Hinfahren hier hat eine Frau im Zug den gesehen und hat gesagt, wow, den muss ich haben. Also das ist wirklich ein unglaublich kräftiger Stein. Und der zweite wäre den Epidotunakit für die Regeneration. Aber du, Manuel, du darfst da was sagen, das sind unglaubliche Helfer, uns wieder zurückfinden lassen ins Leben, leichter zurück. Also hier haben wir auch große Steine jetzt zum Zeigen genommen, die sind natürlich im Handel viel kleiner erhältlich als Trommelsteine. Aber diese beiden Steine sind so die Klassiker, wenn es um die Regenerationsphase geht. Wie du gesagt hast, wichtig ist eigentlich, den Steinerkund hat es so durchgesetzt, ich habe eine Erstsymptome. Dann nehme ich die erste Priorität, zum Beispiel Heliotrop. Heliotrop steht für Abgrenzung, das heißt sofort Abgrenzung gegenüber möglichen Erregern. Wenn die durchkommen, dann muss ich Stufe 2 schalten, sozusagen, zum Beispiel ein Moosachat, ein Mooskalzidon nehmen, für die Infektion zu bekämpfen. Und wenn diese Infektion abgeklungen ist, dann nimmt man eben die Regenerationssteine, die helfen uns erstmal wieder Kraft aufzubauen, aber auch unseren Zielen, uns wieder auf unsere Ziele zu besinnen. Mich hat es auch diesen Frühling erwischt. Ich war 5 Tage im Bett. Geschieht zwar sehr selten, aber ist passiert. Und ich musste sagen, ja, es hat für mich Sinn gemacht, weil nach 5 Tagen Fieber im Bett, da wusste ich nicht mehr, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Wo war ich jetzt in diesem Projekt? Wo habe ich jetzt da? Man wurde ja aus dem Leben gerissen, sozusagen. Und die Arbeit ist liegen geblieben. Und dann helfen uns diese Steine, da wieder auch zurückzufinden. Mhm. Genau eben, wo war ich jetzt? Was habe ich jetzt gemacht? Wie gehe ich jetzt weiter? Mit so einer Orientierung. Richtig. Ja. Und nicht einfach wieder zurück ins Leben und sofort wieder 100%, sondern langsam sich orientieren und aufarbeiten, Kraft gewinnen. Das müsste eigentlich so gemacht werden, aber eben heutzutage darf man ja kaum mehr einen Tag regenerieren, sondern nimmt Medikamente, unterdrückt die Symptome und geht wieder arbeiten. Leider, ja. Das haben wir vielleicht, das müssen wir noch erwähnen, also das Unterdrücken von Symptomen, das ist ja nicht unser Weg, sondern wir wollen da gleich in einen Genesungsprozess reinkommen. Darum auch Fieberreaktion nicht sofort unterdrücken, das sind alles eigentlich nützliche Helfer. Ja, der Körper kann dann viel besser die Krankheit besiegen.
Jetzt geht es langsam dem Ende zu, aber wir können doch noch, wenn ihr noch einen wichtigen Stein oder etwas vorstellen würdet, bleibt noch ein bisschen ja, Zeit. Vielleicht können wir den Rubin gleich zum Stichwort noch nehmen. Ich habe es angetönt, der härteste Stein vor den Diamanten. Ah. Ist kein Stein härter wie der Rubin, Nummer 9. Wow. Genau, er ist sehr, sehr hart. Da haben wir einmal seine natürliche hexagonale Form, also Bienenwappenform, wie er wächst. Und das ist ein Stück, wo man die Farbe sehr schön sieht. Rubin unterscheidet sich von Saphir nur von der Farbe her. Es ist das gleiche Material. Das ist eben der lustige Name Taubenblutrot. Das sage ich immer meinen Schülern, die müssen immer lachen. Taubenblutrot ist die Farbe des Rubins. Und der kann jetzt eben nützlich sein, wenn zum Beispiel, wenn das Fieber langsam anfängt zu steigen. Das merkt man eben am Schüttelfrost, an der Kälte in den Gliedern. Dass ihm das Fieber steigt, weil unser Körper symbolisiert, er braucht die Wärme, um die Infektion zu bekämpfen. Mhm. Da sollte man das nicht gleich, sollte man, ja, ich weiß, es ist unangenehm, mir ist es auch unangenehm, wenn das Fieber steigt, nicht gleich dämpfen, sondern kann mit einem Rubin die Temperatur erhöhen, somit, dass die Immunzellen besser arbeiten können und der Erreger geschwächt wird durch die erhöhte Temperatur. Natürlich macht man das nicht bis über 40 Grad, aber ein gesunder Mensch, jetzt Kind, Kinder und ältere Personen ausgenommen oder angeschlagene sonst Personen vertragen gut 39 Grad, das ist gar kein Problem, 39,5. Und dann kann man mit dem arbeiten, der unterstützt das oder mindert das Infektionsgeschehen, ist gut gegen Entzündungen. Mhm. Und auch wenn er rot ist, ist er nützlich bei Entzündungen und Infektionen. Das ist auch so ein wenig irritierend. Mhm. Man denkt eher, man braucht vielleicht blaue Steine, die kühlen. Aber da noch nicht die blauen Steine, sondern zuerst aufheizen, das Immunsystem arbeiten lassen und dann, wenn es dann wirklich zu hoch ist, kann man immer noch runterkühlen. Genau, da gibt es dann auch Methoden, das sind ja auch bekannt, Essigsocken, dass die Leute da alles dann nehmen. Ja, so toll, weil mit jedem Grad, dass wir höhere Körpertemperatur haben, ist auch unser Immunsystem ja stärker. Richtig. Wundervoll, wie das so korrespondiert. Jetzt müssen wir leider wirklich langsam schließen, aber ich habe ganz fasziniert zugehört. Das ist so ein unglaublich tolles und großes Wissen, das ihr beide habt. Du noch mit dem Hintergrund als Pflegefachmann, das ist natürlich eine tolle Kombination. Und ich bin mir sicher, dass das Publikum jetzt großes Interesse hat zu hören, wo kann man sich da informieren, wo macht ihr auch Beratungen für die Menschen, wenn sie mit Problemen zu euch kommen, welchen Stein das für sie passt. Erklärt den Menschen doch, wie sie zu eurem Angebot kommen oder was es da für Möglichkeiten gibt. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie sich informieren wollen über die Ausbildung, über die Schule, dann ist die Seite www.heilsteinschule.ch die richtige Adresse. Und dort gibt es einen Link zum Shop und auch die Telefonnummer des Shops. Da kann man E-Mail schreiben, anrufen, wenn man Beratungen braucht. Am besten gleich vor Ort vorbeikommen. Dann werden Sie beraten oder finden, wie gesagt, alles detailliert beschrieben im Online-Shop. Am besten in die Schule kommen. Genau, ihr macht ja auch Ausbildungen. Das ist eine 9- bis 11-monatige Ausbildung, wo wir 6 Wochen im Gelände sind und aber 18 Schultage im Zimmer und wirklich, dass man von Grund auf die Materie kennenlernt. Und ist für alle offen. Das ist für alle offen, also das ist wirklich vom Akademiker. Und es kommen immer jüngere Leute, besser gebildete, also alles da. Wir bilden gegen 50 Leute aus, jetzt pro Jahr dürfen wir. Es ist wirklich eine Freude, was sich da ergeben hat. Wie offen dass die Leute sind. Mutter Natur kann uns helfen, wenn wir sie verstehen. Und wir zusammen versuchen, ihnen beizubringen, sie zu verstehen, zu deuten und zu lesen. Ja. So ein schönes Schlussplädoyer. Vielen, vielen lieben Dank, Bruno, Manuel. Es hat mich wirklich sehr berührt, euer Wissen. Und ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Vielen Dank, wart ihr heute bei uns. Und liebes Publikum, auch ich glaube, auch Ihnen hat das wirklich wahrscheinlich das Herz berührt, an die alte Freude der Kindheit und auch wieder zu forschen, was wir mit den Steinen alles bewirken können. Und ich hoffe, Sie konnten etwas profitieren. Vielen Dank, waren Sie dabei und auf Wiedersehen.